Die chronische Verspannung zwischen den Augenbrauen hängt nicht selten mit einer verspannten Kopfhaut zusammen. Hier hilft Gua Sha. Nimm bitte bei der Massage das obere Drittel der Stirn dazu. Wenn du kurze Haare hast, kannst du bis nach hinten durchziehen. Wenn du längere Haare hast, wie ich, teilst du dir das bitte ein. Die traditionelle chinesische Medizin empfiehlt diese Massage zweimal am Tag für Menschen, die ihre Haare nicht verlieren wollen. Und das wollen wir alle nicht. Denn eine verspannte Kopfhaut kann die Haarfollikel nicht ordentlich versorgen. Du schlägst also zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Massage sollte man 30 Mal machen. Das heißt, 30 Mal die ganze Kopfhaut massieren. Ich mache das nur kurz und ich möchte dir noch zeigen, dass du hier am Ende unter der Schädeldecke massieren kannst. Hier hast du nämlich ganz viele Verklebungen. Wegen den Zornesfalten nehmen wir auch den Nacken.